Fischer, die im südchinesischen Meer fischen, begegnen von Zeit zu Zeit einer mysteriösen Kreatur, deren Realität die offizielle Wissenschaft nicht bereit ist zu glauben. Die Einheimischen nennen es Konrit. Nach zahlreichen Berichten zu urteilen, ist diese Kreatur blind und wird von Wasserspritzern geleitet. Wenn sie es hört oder ihre Vibrationen spürt, bewegt sich das Wesen schnell auf die Quelle zu. Konrit ist sehr aggressiv. Sein Körper besteht aus Segmenten von Knochenplatten und verwendet Fischflossen zum Schwimmen. Die erste Konrit-Forschung wurde in den Jahren 1920 von Dr. A. Krampf durchgeführt. Glaubt man den Vietnamesen, sterben jedes Jahr etwa ein paar Dutzend Menschen an seinen Angriffen und Hunderte bleiben verkrüppelt. Das Seeungeheuer benutzt aktiv seinen Mund mit scharfen, starken Zähnen. Es ist erwähnenswert, dass die Zähne der Kreatur durch eine Art Schnabel dargestellt werden, wie bei Tintenfischen. Einigen Berichten zufolge ist Konrit in der Lage, heiße, fast kochende Wasserstrahlen freizusetzen. Einige Forscher glauben, dass es eine solche Kreatur im südchinesischen Meer gibt. Die erste Erwähnung eines riesigen Raubwurms stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die erste Person, die Konrit begegnete, war der Fischer Wai Li. Als er fischte, geriet ein 4 Meter Wurm in sein Netz. Sobald das Tier im Netz war, begann es, kochendes Wasser in alle Richtungen zu spritzen, bis es auf der Falle entkam und zurück ins Wasser fiel. 1833 fanden mehrere vietnamesische Männer eine abgetrennte Leiche, die in Hong Gai, Vietnam, an Land gespült wurde. Es gab keinen Kopf, aber der Körper bestand aus segmentierten Gelenken, die beim Aufprall wie Blech klirrten. Den Erzählungen zufolge roch die Leiche so stark, dass sie ins Meer geschleppt werden musste. 1990 griff Konrit Mitarbeiter der Küstenwache an. Sie versuchten, 4 Menschen zu retten, deren Boot durchbrach und zu sinken begann. Als die Retter am Ort der Tragödie ankamen, sahen sie ein schreckliches Bild. 3 Menschen wurden buchstäblich von 2 Würmern gequält. Beim Versuch, die Leichen der Toten und eines Überlebenden zu entfernen, zeigten die Tiere Aggression und gossen kochendes Wasser über die Hände und das Gesicht eines der Retter. Ähnliche Geschichten sind in Vietnam seit der Antike bekannt. Europäische Kryptologen haben das Problem untersucht und sogar versucht, die Kreatur einzufangen, um sie besser zu identifizieren. Dieses Wesen hat zu viel Arsenal für einen Wurm. Sammelförmige Zähne, kochendes Wasser schießendes Loch, Stacheln an seinen Flossen, all dies deutet darauf hin, dass Konrit höchstwahrscheinlich ein bizarrer Fisch ist. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren sich die Forscher der Existenz von Konrita sicher und zählten ihn sogar zu den Walen. Natürlich war diese Führung der Wissenschaftler wahrscheinlich falsch. Was diese Kreatur ist, ist eine offene Frage. Es gibt Spekulationen, dass es sich um einen Fossilienorganismus handeln könnte, der nicht ausgestorben ist. Ähnliche alte Tiere wurden in Meeressedimenten gefunden, die vor etwa 450 bis 80 Millionen Jahren datiert wurden. Wenn bei den Landelebewesen alles mehr oder weniger klar ist, dann könnten in den Meeren und Ozeanen verschiedene Arten bis heute in ihrer ursprünglichen Form überleben. Kryptozoologen haben mehrere Optionen vorgeschlagen, was Konrit sein könnte, wenn es sich um ein echtes Tier handelt. Einige sagen, es sei ein primitiver Wal, ein Verwandter von Euglodons, der Knochenplatten entwickelt hatte. Es könnte sich auch um eine Art riesiges Krebstier oder ein anderes Meerlebewesen handeln. Eine Art riesiger Tausendfüßler, von dem viele Mainstream-Wissenschaftler glauben, dass er eines Tages in den Tiefen des Meeres entdeckt werden könnte. Es kann sich auch um einen Riesenremipede handeln. Eine Tausendfüßler-ähnliche Kreatur, die jedoch blind ist und im Ozean lebt. Wirbellose Tiere gehören zu den am häufigsten entdeckten Tieren der Neuzeit. Und wenn riesige Wirbellose entdeckt wurden, würden Wissenschaftler erwarten, dass es sich um eine ozeanische Kreatur handelt, da die Meerestiefen der einzige Ort sind, an dem viele herkömmliche Wissenschaftler glauben, dass es noch unentdeckte Riesentiere gibt. Und Reed wird von der akademischen Wissenschaft als Vertreter der Folklore wahrgenommen. Aber viele Fakten weisen darauf hin, dass es sich um einen sehr realen Vertreter der Meeresfauna handelt.